Vor ein paar Tagen fing Vater an, über Untertauchen zu sprechen. Er meinte, dass es sehr schwer für uns sein wird, ganz und gar abgeschnitten von der Welt zu leben. Wenn du mich gefragt hättest, welchen von deinen Bekannten findest du am besten geeignet, um ihn zu heiraten? Sully. Wir mochten uns gegenseitig, aber es war nichts bei mir Erotisches oder wir haben uns nie geküsst. Du machst mir Angst. Du bist 14, Anna. Aber ich fühle mich nicht so. Amsterdam war für sie ein absolutes Exil. Sie liebte Frankfurt, sie liebte Deutschland. Ich sehe uns acht im Hinterhaus, als wären wir ein Stück blauer Himmel. Umringt von schwarzen Regenwolken. Anne, kann ich euch beiden da oben denn trauen? Sie beleidigen mich, Frau von Pelz. Heute Nacht küssten wir uns auch. Aber Peters Wangen waren sehr enttäuschend. Die waren nicht so weich, wie sie aussehen, sondern wie Vaters Wangen. Also die eines Mannes, der sie schon rasiert. Wer bin ich denn? Wissen Sie was? Wenn jeder nur seine eigenen Bohnen pflückt, ja? Dann kann er auch von seinem eigenen Geld leben. Ich weiß, dass wir nichts mehr haben! Tausende alliierte Truppen haben heute die Strände der Normandie in Nordfrankreich erreicht. Es ist der Beginn einer Großoffensive gegen die Deutschen. This is D-Day. Sollte dieses Jahr 1944 uns den Sieg schenken? August 1944, die Verhaftung der Familie Frank in der Prinzengracht. Haben Sie die geleitet? War das Ihr Kommando? Ja. Ja, das ist die Kleine. Und wirklich, ich warte dort in der kalten Regennacht. Und nach ein paar Minuten eine ganz schwache Stimme ruft mich, und zwar Anna. Juden warten, die Christen warten, der ganze Erdball wartet. Und viele warten auf ihren Tod. Deine Anna. Deine Anna.